Liebe Freunde der paradoxen Strategie, wir sind hier mitten in der Nacht, mitten in den Schwarzauen. Und eigentlich bin ich unterwegs zurück zum Schmied, um ihm seine gestohlene Ware zurückzugeben. Aber mir ist während der Aufnahmepause eine Sache eingefallen. Und zwar hier oben, hier waren wir ja. Und irgendwie befriedigt mich das nicht. Da war nur ja irgendwie eine Information zu sehen. Und ich glaube, da oben bin ich nicht in den Erkundungsmodus gegangen. Und ich habe so die leise Vermutung, dass ich möglicherweise etwas übersehen haben könnte. Deswegen schleichen wir uns da nochmal oben ran. Ich finde es irgendwie ein bisschen doof, dass man im Prinzip immer spähen muss, um Geheimnisse zu entdecken. Eigentlich muss man dann tatsächlich auch überall spähen. Naja, sollte man sich wahrscheinlich zur Angewohnheit machen, überall, wo es irgendwie interessant aussieht, einmal in den Spähmodus zu gehen. Und dann... Ah ja, seht ihr, Wally hat etwas entdeckt. Okay, also... Oh, ein Altar mit einem guten Zauberstab. Okay... Das gucken wir uns nochmal genauer an. Das geben wir mal Wally direkt. Und außerdem gibt es noch eine Schriftrolle des Feuerstrahls und Trank des Bollwerks gegen die Elemente. Okay, interessant. Und natürlich Geld. Oder was heißt natürlich? Sehr schön, dass es Geld gibt. Ja, prima. Gut, das haben wir gesehen. Wir gucken uns aber doch nochmal kurz diesen schicken Stab an. Und vergleichen den mal direkt mit dem, den wir da in der Hand haben. Also der Schaden ist anstatt Stichhieb, Stichwucht. Und er ist gut. Was heißt nochmal gut? Heißt plus 4 Genauigkeit und ein bisschen mehr Schaden. Ah, und wir haben nur präzise. Ah, der ist also gut und präzise, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich nicht schlecht. Vielleicht sollten wir tatsächlich Wally diesen neuen Stab ausrüsten und den anderen kriegt Alot. Der ist ja auch schon verbessert. Ist er dann auch ein Stück weit besser geworden. Okay. Wally, wie siehst du aus mit deinem neuen Stab? Zeig mal her. Das ist ein ganz kurzes Ding. Kaum richtig zu erkennen. Egal. Gut, wir reisen. Wir reisen erstmal zurück nach Goldtal zum Schmied, wie gesagt. Ich glaube, ich kann da einfach auch klicken. Genau. Goldtal. Auf geht's. 8 Stunden. Wunderbar. Jetzt wollen wir doch mal sehen, erstens, ob er sich freut und zweitens, ob wir mehr erfahren über diese merkwürdige Nachricht, ob der Schmied uns möglicherweise dazu etwas berichten kann. So, wo sind wir? Ah, wir sind hier. In der Nähe des Schmiedes. Dann wollen wir mal schauen. So. Ich denke mal, Wally übernimmt das Gespräch. Ah, du bist zurückgekommen. Kann ich dir mit etwas helfen? Ja, wir übergeben mal die Kiste. Ich habe die Lieferung gefunden, auf die du gewartet hast. Tuatano streckt die Hände nach der Kiste aus und hebt sie mühelos auf den Tresen. Ein breites Grinsen zieht ihm übers Gesicht. Na, das hast du tatsächlich. Das sind ja hervorragende Neuigkeiten. Endlich können wir wieder an die Arbeit gehen und dir zeigen, was schwarze Hammerqualität bedeutet. Nicht diese leichten Schwertchen da. Hier ein kleiner Vorgeschmack für dich. Er duckt sich hinter den Tresen und kommt mit einem schweren Holzschild in der Hand wieder hoch. Großartiges Material, stand dafür nicht zur Verfügung, aber es ist immer noch schwarze Hammerhandwerkskunst. Nimm das doch ruhig schon mal. Und hier auch noch ein paar Münzen für deine Schwierigkeiten. Sein zufriedener Gesichtsausdruck verdüstert sich. Hast du jemanden beim Wagen gefunden? Der Wagen wurde von Banditen erbeutet. Ich bezweifle, dass deine Leute überlebt haben. Tuatano schüttelt den Kopf und fährt sich mit einer Hand über seinen kahlen Schädel. Die armen Kerle. Ich sagte ihnen immerzu, ein paar Wachen anzuwerben, anstatt sich das Geld dafür in die eigenen Taschen zu stecken. Er seufzt.
Ich werde noch mehr Helfer einstellen müssen. Du möchtest dich nicht zufällig in Goldtal niederlassen und es mit Auslieferung probieren? Er lächelt schwach. Vielen Dank für deine Unterstützung, Freund. Gib mir ein bisschen Zeit. Am Schn... Was soll das heißen? Am Schn... Dann kannst du dir eine Waffe aus der nächsten Produktion aussuchen. Ah, sehr schön. Okay. Prima. Gut. Aber über diese merkwürdige Nachricht konnte er uns auch nicht mehr erzählen. Nee, das waren nicht Lutheraners Befehle. Wo haben wir denn eigentlich nochmal diese Nachricht? Die habe ich wahrscheinlich eingesteckt. Muss ich mir später nochmal angucken. Okay. Jetzt haben wir ein hübsches Schild, was offenbar eine Spezialfertigkeit hat, nämlich Schlagen 2. Gewehrtalent Schlag. Das ist ja interessant. Wunderbar, möglicherweise hochinteressant für unseren guten Eder. Geht das Schild auf die zweite Stufe und das gucken wir uns doch bei Eder gleich mal an, was das bedeutet. Talent Schlag. Sehe ich das irgendwo? Ah, wir haben einen Sekundärschaden. Ah, das ist wie eine zweite Waffe. Interessant. Ja, perfekt. Sehr schön. Sehr passend für Eder. Ein gutes Geschenk. Ich danke dir, Tuatanu. Da hast du mich doch zufrieden gemacht. Ich gucke doch jetzt mal direkt nach diesem Brief. Finde ich den hier eben? Nee. Das war Fulvano. 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 Habe ich die etwa nicht mitgenommen? Angekauter Brief. Nee, das war auch Fulvano. Muss ich nochmal genau gucken. Werde ich schon noch finden. Das war doch irgendwie eine ganz interessante Information. Okay, liebe Freunde. So. Auf jeden Fall haben wir das bestanden. Wir haben ein schönes Schild bekommen. Und vielleicht kriegen wir noch eine Waffe. Und bevor wir jetzt weitergehen, ich habe ja gesagt, ich will nach und nach mal Gespräche mit unseren Mitstreitern durchführen, damit wir die auch kennenlernen. Über Eder haben wir schon einiges erfahren. Was ein bisschen schade ist, dass nirgendwo diese Gespräche, diese Informationen, die man dort findet, festgehalten werden. Also weder im Tagebuch noch irgendwie im Charakterbogen. Ist jetzt auch schon für mich ein bisschen her. Aber immerhin, ich habe ja ein Video gemacht, da kann ich nachschauen. Ich würde mal sagen, lasst uns doch mal mit Alot sprechen. Der ist noch irgendwie sehr still und hat für mich noch keine richtige Persönlichkeit gewonnen. Deswegen wollen wir doch mal etwas von ihm erfahren. Alot sieht dich mit ruhiger Aufmerksamkeit an. Wie kann ich zu Diensten sein? Wie lange warst du in Goldtal? Er zuckt mit den Achseln und zupft am Saum seines Ärmels. Nicht viel länger als du. Wie du gesehen hast, war es kaum die Oase, als die es angepriesen wurde. Tja, erzähl mir von Edir. Ich bin jetzt schon seit mehr als einem Jahr fort, aber ich vermute, die Wälder und Felder von Edir werde ich für immer als Heimat ansehen. Hinter uns liegen tausende Jahre von Geschichte und Brauchtum und damit geht ein gewisses Gefühl von Würde und Verantwortung einher. Er runzelt die Stirn. Natürlich gibt es auch Altlasten. Unsere imperiale Vergangenheit ist in der Erinnerung vieler immer noch frisch, wie du hier gemerkt haben könntest. Ist es schwer gewesen, sich an das Leben im Dürrwald anzupassen? Die Leute hier sind ungezwungen und heißblütig. Sein Mund verzerrt sich zu einem schiefen Grinsen. Beleidigungen schenken sie mehr Aufmerksamkeit als der Pflicht. Solange man aber Provokationen vermeidet, kommt man mit ihnen ganz gut klar. Er legt die Fingerkuppen zusammen. Ich habe mich jedenfalls gut genug angepasst, um meine Gedanken für mich selbst zu behalten. Ja, den Eindruck machst du tatsächlich. Hättest du einen Vorschlag, was ich als nächstes tun sollte? Naja, du hast hier das Kommando, was mich betrifft. So ist jeder Ort besser als Goldtal. Sein Blick fällt auf Eder. Nichts für ungut. Okay, das ist alles. Da haben wir nicht ganz so viel erfahren. Er kommt aus Edir. Vielleicht noch ein Wort. Dürrwald ist eine ehemalige... Also Dürrwald ist das hier wahrscheinlich noch größer.
ist eine ehemalige Kolonie von Edir und es gab so eine Art Befreiungskampf dieser Kolonie, die jetzt eigenständig ist. Und dieses edirianische Imperium hat nicht nur diese Kolonie gegründet und ein paar andere, sondern die haben auch diese alten Ruinen, ich vergesse immer, wie sie heißen, Glenn, bla bla bla, entschuldigt, die haben sie aus, ja, massiv ausgebeutet, untersucht, Dinge davon getragen. Das hat zu großen Unruhen bei den Bevölkerungsteilen, die dort später hingezogen sind, geführt. Seitdem Dürrwald unabhängig ist, ist die Sache ein bisschen, ja, zur Ruhe gekommen. Deswegen erinnern sich viele hier noch an diese Zeit, als sie noch zum Imperium gehörten. Davon sprach dieser Edir. Okay, das ging relativ zügig, deswegen nutzen wir doch, um unser letztes Gespräch noch zu führen. Sprechen wir nochmal mit Durance. Mit dem haben wir ja schon mal gesprochen. Vielleicht gibt es da noch mehr Informationen. Wäre ja ganz interessant. Ich dachte schon, dass ich deine Augen auf mir gespürt hätte und jetzt kommen die Worte. Ich hatte einige Fragen, die ich dir stellen wollte. Wenn dich Zweifel und Neugier plagen, dann schlägst du dir die Fingerknöchel an der falschen Tür wund. Warum war es uns vorbestimmt, uns zu treffen? Das Warum dabei liegt darin begründet, dass du ein Wächter bist. Er schnaubt verächtlich. Was das Warum angeht, fahren Wächter doch immer zweigleisig. Für mich dagegen geht es mehr um das Wie. Früher gab es eine Zeit, zu der ich nicht einen Gedanken auf deine Worte verschwendet oder mich überhaupt mit dir abgegeben hätte. Jetzt aber ist das anders, da ich auf der Suche nach Wächtern bin, um ihnen die Wahrheit zuzuführen. Jetzt, da ich sehen will, in welche der beiden Richtungen sie gehen. Er lächelt leicht, was spöttisch wirkt. Wahrheit? Welche Art von Wahrheit? Entweder bist du ein trockenes Feld, das ein Erntefeuer gebrauchen könnte, einen Moment lang runzelt er mit matten Augen die Stirn, oder aber du bist in der Finsternis verloren. Wie auch immer, du kannst die Dinge anders als die anderen sehen. Er deutet ein Grinsen an, dann aber wird sein Ton ein Stück weit anklagender. Das weiß ich, weil ich mitbekommen habe, wie du den Stab gleich zu Beginn angesehen hast. Nicht viele können sie sehen, also weder Einkerbung noch Flammen. Deine Augen aber, er starrt dich begierig an und nickt, deine Augen aber haben den Weg verfolgt. Das konnte ich sehen. Also was bist du, ein trockenes Feld oder ein Verlorener in der Dunkelheit? Durans Gesicht spannt sich an. An dem Tag, an dem wir keine Fragen mehr austauschen, ist der Tag, an dem wir nicht mehr eines gemeinsamen Weges gehen müssen. Und die Prüfung, Durans umklammert den Stab mit seiner Hand, die Prüfung ist abgeschlossen. Dann unterziehst du mich einer Prüfung? Man sieht doch, dass diese Nation krank ist. Man muss kein Wächter sein, um es in den Kindern zu sehen, in der Politik, in den Männern, die mit Messern in den Händen und Mord in den Augen auf den Straßen lauern. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Dieses Land braucht neues Leben, neue Saat, die in den verbrannten Boden gepflanzt wird. Das klingt aber auch ein bisschen radikal, findet ihr nicht? Er senkt gekünstelt seine Stimme und kneift die Augen zusammen. Und irgendetwas sagt mir, Wächter, dass du den Weg kennst, um diese Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Deine Art kennt ihn immer. Also ich kenne ihn noch nicht. Also dann müssen wir dafür sorgen, dass du jetzt die Wahrheit sehen kannst. Diese Nation und ihre Bevölkerung braucht keine weiteren blendenden Lügen und ich auch nicht. Wahrheiten werden geprüft, nicht blind hingenommen. Und wie gedenkst du, mich zu prüfen, Durance? Mit dem Wandeln auf gemeinsamen Weg natürlich. Eine Wahrheit als Gegenstück zu einer anderen, marschieren im Gleichschritt, laufen im Einklang. Die anderen Priester können ihre Lehren und ihre Geschimpfe für sich behalten. Für meinen Glauben, meine Lehre, ist das gemeinsame Reisen eine einfache, harte Wahrheit. Sein Lächeln wird breiter und dann klopft er sich mit den Händen gegen die Taille. Erst einmal, dann nochmal. Und wenn man die Wahrheit eines Beins gegen die des anderen schlägt, na dann stehen beide Beine fest auf dem Boden. Wenn man jetzt dagegen mit derselben Kraft eine Lüge gegen das Knie schmettert, sein Lächeln erstirbt und er kneift die Augen zusammen, dann bist du ein Krüppel, der nur noch auf einem Bein stehen kann. Ist das der Grund, warum du einen Stab mit dir führst?
Ist das der Grund, warum? Durance will gerade eine weitere Tirade vom Stapel lassen, als er blinzelt, seinen Kopf in den Nacken wirft und herzhaft zu lachen beginnt. Und zwar so sehr, dass ihm die Luft ausgeht, bis das Lachen erzwungen wirkt. Also Leute, so richtig geheuer ist der Typ einem ja nicht. Vielleicht sind es deine Worte doch wert, dass man ihnen zuhört, Wächter. Er legt die Stirn in Falten und jeglicher Humor ist vergangen. Letztendlich aber wird die Wahrheit siegen. Halte Schritt und wir werden sehen. Okay, die anderen Fragen stellen wir ihm mal später. Ich denke, das genügt für heute. Das ist alles. Lebt wohl. Ja, liebe Freunde, jetzt haben wir die Frage. Klären wir erst diese Geschichte mit der Burg und Redoric? Aber das scheint mir doch eine ziemlich mühsame, anstrengende Sache. Oder folgen wir jetzt erstmal dieser Vision, dass ich ein Wächter bin und wie dieser Typ dort in Kaed Nuar, wie ist er gleich? Der alte Wächter, Meerwald, dass der mir da weiter raten kann. Ich glaube, ich entscheide mich für Letzteres. Lass uns zuerst mal zu diesen Ruinen gehen. Ich denke, wenn wir dort mehr herausfinden, dann hilft uns das sicher auch im Kampf gegen diesen komischen Herzog. Kennen wir den schon? Wer ist denn das hier? Ne, das sind Dörfler. Okay, also. Auf nach Kaed Nuar. Ein Tag brauchen wir. Das machen wir. Ich könnte jetzt noch direkt schlafen, aber ich riskiere es mal. Ich hoffe, dort erwartet uns nicht allzu viel Schlimmes. Und der alte Wächter ist uns freundlich gesonnen. Okay. Gut, das scheint aber zumindest ein friedlicher Ort zu sein, denn wir können auf unser Lager zugreifen. Dann lasst uns mal das hier erkunden. Eine schöne Brücke. Führt über einen Fluss. Ist der Fluss hier eigentlich zu sehen? Ah ja, das ist dieser Fluss. Das ist die Brücke. Okay. So, was haben wir denn hier? Hier wartet jemand mit einem Gewehr. Ja, die gibt es auch in dieser Welt. Und er summt fröhlich. Kana. Gleich neben dem Weg nach Kaed Nuar steht eine imposante Gestalt. Ein großer, untersetzter Aumauer in einer abgenutzten Rüstung, der die Außenmauern der Burg hinaufspäht. Er hat ein kleines Stück Holzkohle in der Hand, mit dem er fieberhaft Notizen auf einem kleinen Stück Papier macht. Mehr als einmal muss er seine farbenfrohe Kappe davon abhalten, ihm beim Hinaufschauen vom Kopf zu rutschen. Das modrige Mauerwerk muss ja faszinierend sein. Der Mann blickt zu dir herüber und blinzelt überrascht. Sein Gesicht lockert sich zu einem sehr breiten Grinsen auf und er winkt dir über das Pergament hinweg zu. In der Tat. Naja, die Mauer selbst vielleicht nicht. Der Bau ist sehr traditionell. Gleich da drüben wurden auf die Ziegelsteine ein paar Namen eingeritzt. Vermutlich Arbeiter und Steinmetzer, die sich verewigen wollten. Mit liebevollem Gesichtsausdruck schaut er abermals die Mauer hoch. Kaed Nuar ist eine gute Burg. 200 Jahre ist ihr Name alt und fast so lange war sie verlassen. Wahr? Der wirklich interessante Teil aber ist da drin. Er deutet mit dem Stück Holzkohle auf die Tore. Und viel Glück beim Erreichen der Burg selbst hatte ich auch nicht. Ich hoffe, den Herren dieses Orts zu finden, einen Mann namens Meerwald. Aber entweder liegt ihm seine Privatsphäre sehr am Herzen oder er wurde von seinen Hausgästen verschlungen. Sind wir erstmal vorsichtig. Was willst du denn von Meerwald? Wissen. Er grinst. Oder mit einfacheren Worten. Einen bestimmten Text. Ich bin auf der Suche nach einem großen Schatz hierher gekommen, musst du wissen. Kein Gold oder Silber, sondern das Tanvi Ora Toha. Man könnte es auch das Buch der Tugenden nennen. Es enthält heilige Texte von Rawatai. Aber wir besitzen nur ein kleines Fragment davon. Ein Jahr war ich auf der Suche nach dem Rest und ich habe Hinweise gefunden, die mich glauben lassen, dass sich das Original gleich da drüben befindet, unterhalb der Burg.
Ich möchte Meerwald fragen, was er darüber weiß. Und du, mein Freund, warum bist du hier? Na, ich denke mal, wir sollten ihm nicht gleich erzählen, dass wir möglicherweise ein Wächter sind, was auch immer das heißen mag. Ich möchte auch mit Meerwald sprechen. Wirklich? Dann können wir einander vielleicht helfen. Das Gelände ist mit allerlei Biestern verseucht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Alleine wollte ich es nicht riskieren, du aber scheinst mir fähig zu sein. Zusammen könnten wir es sicher schaffen und dann können wir beide Meerwald unsere Fragen stellen. Ja, na klar, warum nicht? Wir können immer einen Gefährten gebrauchen. Also dann lass uns Meerwald aufsuchen. Hervorragend. Geh voran, mein Freund. Ich werde dir auf dem Fuß folgen. Oh, Moment, wo wir gerade dabei sind, sollte ich dich zuerst warnen. Bei Onderas Szenen, das habe ich fast vergessen. Manchmal ist mir jemand gefolgt. Es begann in Edire und in Ixa Mittel haben sie mich gleich angegriffen. Ich glaube, sie wollen nicht, dass ich finde, wonach ich suche. Okay. Und wer ist der jemand? Ich sage, ich glaube es, aber das hat mir einer meiner Möchtegern-Mörder erzählt. Er schnaubt. Ich beachte sie kaum, humorlose Kerle in langen Roben. Aber weißt du, aus diesem Grund habe ich das Schwert mitgebracht und es ist nur gerecht, dass du es auch erfährst. Okay. Das scheint dich ja nicht sonderlich aufzuregen. Naja, es ist nicht so, als würde ich mich auf ihr Drängen hin umdrehen und nach Hause gehen. Ihren bisherigen Bemühungen nach zu urteilen, sollten wir wohl wenig Grund zur Sorge haben. Tja, das ist ja ein ganz amüsanter Zeitgenosse. Und wir haben eine neue Quest erhalten, das Rad der Zeit. Aha, das ist seine persönliche Quest. Gut, er will die Ruinen unter der Burg hier erkunden. Interessant. Und was ist er eigentlich für eine? Ah, er ist ein Sänger. Sänger haben ganz besondere magische Fähigkeiten. Die können Lieder singen und dadurch die Gruppe beeinflussen. Das schauen wir uns dann aber beim nächsten Mal genauer an. Aber auf jeden Fall ganz sicher eine willkommene Ergänzung. Und er hat eine Arkebuse dabei und ein guter Panzerbrecher, ein Zweihandschwert. Interessant, ein Fernkämpfer. Tja, die Frage, ob wir ihn als Fernkämpfer dann wirklich einsetzen werden. Was hat er eigentlich für eine komische mit Kanas Turban? Bringt Intellekt plus 1. Oder ob wir ihn lieber vorne im Kampf sehen werden. Na, das überlegen wir uns alles genau. Auf jeden Fall ist unsere Gruppe gewachsen. Das finde ich sehr schön. Und wir stehen an den Mauern von Kaed Nuar. Also, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, ihr auch. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.